Die Ab- und Anflugsanzeigen an den Berliner Flughäfen sind voll und die Schlangen vor den Check-in-Schaltern lang. Es sind Ferien und alle wollen so schnell wie möglich in den Urlaub und das am liebsten mit dem Flugzeug. Die Anzahl der Flugpassagiere steigt seit Jahren konstant an. Dabei gehört das Flugzeug zu einem der größten Umweltsünder auf unserem Planeten. Wir haben mit Flugreisenden gesprochen und nachgefragt, ob sie im Sinne der Umwelt beim nächsten Urlaub auf das Flugzeug verzichten würden. Nicht wirklich, da mit welcher Art soll man sonst in Urlaub fliegen? Kommt drauf an, ja. Wenn es sinnvoll ist. Ja. Ja, wenn wir eine vernünftige Bahnverbindung hätten, dann würden wir doch verzichten. Würden wir gerne mit der Bahn fahren. Man müsste eine günstige Alternative haben, angeboten bekommen. Würden Sie der Umwelt zuliebe im nächsten Jahr aufs Flugzeug verzichten im Urlaub? Ganz ehrlich, es kommt auf die Reise drauf an. Nein, wenn wir die Reise entsprechend buchen, würden wir auch wieder mit dem Flugzeug fliegen. Klar. Könnt ihr euch vorstellen, im Sinne der Umwelt aufs Reisen mit dem Flugzeug zu verzichten? Wird schwierig werden, weil wir gerne die fernen Länder lieben. Und es gibt keine Alternative? Manchmal nicht. Manchmal, ja, zu Fuß werden wir da nicht hinkommen. Können Sie sich vorstellen, auch für den nächsten Urlaub aufs Flugzeug zu verzichten im Sinne der Umwelt? Ja, aber es kommt ja immer darauf an, wohin man fährt. Also wenn man jetzt nach Spanien fährt, dann ist es ein bisschen schwierig mit Zug zu fahren und mit Auto. Von daher, wenn es natürlich Inland ist, dann auf jeden Fall. Aber wenn es darüber hinaus ist, dann nicht. Könntet ihr euch vorstellen, der Umwelt zuliebe aufs Flugzeug zu verzichten, um zu reisen? Also ich glaube, ich würde persönlich nicht aufs Flugzeug verzichten. Aber ich finde es gut, wenn man das jedenfalls unterstützt und wenn man sich dazu entscheidet, darauf zu verzichten. Aber ich selber würde es, glaube ich, nicht, weil ich sehr gerne reise. Und ja. Würdest du im nächsten Jahr im Sinne der Umwelt für den Urlaub auch aufs Flugzeug verzichten? Ja, würde ich machen. Würde ich machen. Hi, du bist gerade mit dem Flugzeug hier angekommen. Würdest du für die Umwelt auch aufs Flugzeug zum Reisen verzichten? Oh, das lässt sich pauschalschwierig beantworten. Ich meine, wie soll man sonst in kurzer Zeit weit wegkommen? Innerhalb Europas zum Beispiel wäre es einfacher mit Zug, wenn die Preise stimmen würden. Aber außerhalb? Schwierig. Da fehlt es an einer alternativen Möglichkeit, schnell zu reisen. Die Meinungen gehen auseinander. Aber eins steht fest: Es fehlt eine umweltfreundliche Alternative zum Fliegen. Bis dahin wünschen wir allen Reisenden einen guten Flug.